Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls von Skyrim. Und ja, Freunde, in der letzten Folge hatten wir uns ja das Katana geholt. Ja, eigentlich die Ebenerzklinge, aber ja, ich finde, es ist ein Katana. So, jetzt wollte ich mal gucken, was haben wir denn noch für Quests? Wir hatten ja noch ein paar Nebenquests uns markiert. Was tritt denn ein Wetttrinken gegen... Das war ja auch gleich hier, ne, im Weißlauf. Mal schauen. Wo das denn war. So. Bei Shoah ist das. Bei Shoahs Stern. Ja. Kommt in den Besitz eines solchen Schatzes? Das verrate ich dir nicht. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo der war. Ah, hier oben. Okay. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu laut aufs Ohr gesetzt. So. So, hier. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Das werden wir ja sehen. Das genau. Ist ein besonderes Gebräu, sehr genau. Starker Tobak. Dann ja, fangen wir mal an. Okay. Dann eröffne ich mal die erste Runde. Das runter klar. Damit! Hey. Ihr seid dran. Damit wäre einer geschafft, mein Freund. Einer geschafft. Also gut. Der nächste Punkt für mich. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, wie steht's mit euch? Dann seid ihr hier richtig. Sagt ihr? Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Wisst ihr was? Wenn ihr noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Aber hallo, ihr habt es wirklich geschafft. Guter Tropfen. Wisst ihr was? Es macht Spaß, mit euch zu trinken. Ja, okay. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Ja, ja. Dort sollten wir hingehen. Okay. Sag mal, ihr seht aber nicht so gut aus. Wacht auf. Ja, wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. Was? Gotteslästerer? Aha. Dann erinnert ihr euch also nicht daran, wie ihr die Statue gestreichelt habt? Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Okay. Und dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Ach, okay, krass. War ein Mann namens Sven bei mir? Tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin. Verratet mir, wie ich... Ich würde euch ja zu gern helfen. Aber ich bin so damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das ihr in unserem Tempel angerichtet habt. Wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Okay. Was soll ich jetzt genau hier machen? Aufschließen, Allerheiligstes. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Verratet mir, wie ich hierher gekommen bin, dann bezahle ich auch die Schäden. Die Bella lehrt uns Liebe und Mitgefühl. Oh, aber das heißt nicht, dass wir euch einfach sagen, was ihr wissen wollt. Okay. Und euch dann einfach so wieder hier herausmarschieren lassen. Räumt euer Chaos auf und entschuldigt euch. Und wenn wir euch für aufrichtig halten, werden wir euch vielleicht helfen. Okay. Okay, krass. Ja. Ist jetzt die Frage, wo ich lang muss. Ne? Wo geht's hier hin? Markat. Oh, nein, ehrlich, ich bin nach Markat gekommen? Ach du Scheiße. Was soll ich denn hier aufräumen? Okay, weiter oben.
Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Die Bella führt uns. Was macht ihr denn hier? Bleibt, wo ihr seid. Die Mutter wird sich um euch kümmern. Alles gut, wo ist die? Wer ist die Mutter? Ich werde euch alle umbringen, bevor ich mich hier von euch festhalten will. Hier ist sie. Was soll das denn? Ich habe mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Normalerweise ein schneller Tod. Ja. Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Dibella. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Wenn ihr euch dorthin begebt und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Ich bin nicht eurer Boten, Junge. Die Statue gehört mir. Ich werde Buße tun, wusstest du. Wir glauben, dass Kartwasten der Ort in unserer Vision Ach, ist. Ach, krass. Alter. Nun beeilt euch. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Ja. Begonnen, das Herz von Dibella, okay. Kennt ihr den Segen von Dibella? Er kann euch dabei helfen, Frauen den Hof zu machen, falls Oho. Das euer Begehr ist. Oder ihr erhaltet Stärke, wenn ihr mal aneckt. Normalerweise wird er Männer nicht verliehen. Aber für das Geleit des Orakels könnten wir eine Ausnahme machen. Okay. Das Orakel von Dibella verbringt ihr gesamtes Leben in direktem Austausch mit der Göttin. Von Kindesbeinen an bis zum Tag ihres Dahinscheidens ist sie eine Verbindung zur himmlischen Mutter. Durch ihre Träume erleben wir den Geist unserer Göttin. Wir haben in einer Vision erfahren, dass das nächste Orakel in einem Dorf im Norden lebt. Sie muss zum Tempel gebracht werden, damit ihr Träumen beginnen kann. Das Mädchen wird einfach seiner Familie entrissen, weshalb die ganze Geheimniskrämerei. Wir ziehen es vor, den Tod des Orakels erst dann zu verkünden, wenn wir ein neues haben. Die Menschen sollen wissen, dass wir mit der Göttin in Verbindung stehen. Das gilt als große Ehre für die Familie. Na, ihre Tochter wird niemals Not leiden und die Göttin segnet sie mit einer reichen Belohnung. Okay. Redet nicht mit mir, Beschmutzer. Braucht ihr etwas? Okay, krass. Da kann man nur stehlen, ist ja krass. Oh. Die haben einen Haufen Gold hier rumliegen. Ich hätte es einfach abschlachten sollen. Okay. Aber ich soll irgendein Chaos ja noch beseitigen, ne? Hört sich nicht gesund an, Mädchen. Ich würde mal zum Arzt gehen. Ich soll hier noch irgendein Chaos beseitigen. So, jetzt warte mal. Da müssen wir mal gucken, die Quest. Eine denkwürdige Nacht. Hilft beim Aufräumen, finde den Stab, finde Sim. Ah, okay. Um den Stab zu reparieren, brauchen wir folgendes. Ein Riesenzeh, geweihtes Wasser, ein Hexenrabenfeder, Sim. Okay. Abgeschlossen, entschuldige dich bei... Das wird wohl reichen. Die Bella lehrt uns schließlich Vergebung. Ja. Selbst für einen Trunkenbold wie euch. Könnt ihr euch noch an irgendetwas von dem erinnern, was ich bei meiner Ankunft gesagt habe? Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war Geleit. Okay. Ihr habt etwas von Rurikstadt gesagt. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Okay. Erfrage in Rurikstadt nach Sam und dem Stab. Okay, cool. Thank you.
Oh Gott. Okay, das ist, hier waren wir, glaube ich, noch nie gewesen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, das ist genau das, was ich meine. Okay, krass. Das müssen wir jetzt noch irgendwie entdecken, damit wir die Schnellreise hierher haben. Ich weiß, dass Kotlak Weißmähne zur letzten Ruhe gebettet wurde. Ja, okay. Möge seine Seele auf ewig in den Hallen von Sovngarde leben. So, irgendwie müssen wir jetzt hier rauskommen. Ihr seid der Herold, der Bote der... Welch eine Ehre, vor euch zu stehen. Ja. Bitte. Nicht zu fassen, dass ich mit hier stationiert bin. Sogar die Betten sind aus Stein. Aha. Jetzt. Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Oh, dieser Anhänger würde meiner Schwester sicher wundern. Was? Er hat verloren! Ich sterbe für mein Volk. Geschworenen sind hier in der Stadt. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Dieser Mann brüllt irgendwas über die Abgeschworenen. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Krass. Wir haben alles unter Kontrolle. Alles klar. Haltet euch da raus. Alles klar. Geht mich sowieso nicht. Sehr richtig. Ja. So ist es. Ja. Und das Drachenblut im Arsch. Habt ihr diesen Irren gesehen? So, Schlüssel zu Margrets Zimmer. Nehmen wir gleich mal mit. Ein Agent der Abgeschworenen. Hier in der Stadt. Ja. Götter. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Eltris. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ich war dort. Er hat mich fast umgebracht. Ich habe Geschrei über die Abgeschworenen gehört. Das war alles. Ich muss es überhört haben. Die Abgeschworenen? Ja. Seltsam. Ja. Nun, ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden, was immer das heißt. Ja. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht richtig aus. Wisst ihr etwas über den Anhänger? Gehört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Ja. Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Margaret, er hat sie Lies. Abgeschlossen, Lies Eldritz trifft. Geh weg. Begonnen, die Verschwörung. Ach du Scheiße. Ah, trefft mich beim Schrein von Talos. Begib dich zum Schrein von... Alter. Kann man erstmal hier eine Sache abschließen, bevor man hier die nächsten 20 anfängt? Das ist ja krass. Ehrlich, das ist der Hammer. Ne? Hier in Mar findet ihr euch in der sichersten Stadt von Reach. Naja. Da drinnen wurde gerade jemand umgebracht. So sicher seid ihr also. Stelle von Markat. So, was haben wir hier? Oh ja, geil. Schönes Pferd. Ich glaube, wir haben unser Pferd gefunden, was wir kaufen. So. Gold haben wir doch. Wieso kaufen wir nicht einfach ein Pferd? Ihr braucht etwas? Ja. Das ist Jarl Egmund. Ziemlich jung für den Herrscher des Fürstentums. Besonders, wenn es um Reach geht. Seine Loyalität zum Kaiserreich war keine Überraschung. Okay. Sein Vater half dabei, Ulfric Sturmmantel nach dem Markart-Vorfall festzunehmen. Okay. Das ist der ganze Grund, weshalb Ulfric sich gegen das Kaiserreich erhoben hat. Nun ja, zumindest der erste Grund. Okay. Die Abgeschworenen hatten Markart eingenommen und Ulfric und seine Männer haben sie von dort vertrieben. Das Kaiserreich hatte ihnen versprochen, dass sie im Gegenzug Talos verehren dürften. Nur schade, dass niemand die Elfen davon in Kenntnis setzte. Eine ganze Gruppe von diesen Talmor kam plötzlich an und verlangte Ulfrics Gefangennahme.
Wahnsinn! Was sind die Abgeschworenen? Bevor die Nord kamen, haben wir die alten Götter verehrt und hatten unser eigenes Reich. Seitdem gab es gute und schlechte Zeiten. Aber nicht alle können sich damit abfinden, dass wir nicht mehr Herr über unser eigenes Land sind. Das sind die Abgeschworenen. Die Abgeschworenen folgen den alten Wegen. Auch wenn einige davon lieber vergessen werden sollten. Blutopfer, die Zwiesprache mit den Daedra. Dieser Weg führt ins Verderben. Cool. So, jetzt kann ich ein Pferd kaufen. Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Ja. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Hier ist mein Angebot, wenn ich es mal richtig überlege. Das klingt fair. Sie gehört euch. So, jetzt haben wir ein Pferd. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. Ja, dankeschön. Bist echt ein cooler Kauz. Die Felsen eure Füße nicht straucheln lassen. Wo ist der Köter? Hey, wo ist der Hund? Wie geht jetzt besser? Ja, ich gehe jetzt besser. Es ist wahrscheinlich schon dunkel und du willst schlafen, ne? Ich glaube, ihr geht jetzt besser. Ja, ich bin doch schon weg, Junge. Mein Gott, ey. Braucht ihr einen abgerichteten Kampfhund? Der wildeste Gefährte, den ihr für... Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Gut, hier bitte. Wenn es sein muss, folgt er euch ins Reich des Vergessens und wieder zurück. Ich mag die Treue eines Hundes. Nicht so wankelmütig wie ein Wolf. Okay, krass. Pferd von Tiwan, geil. In Reach braucht ihr ein zuverlässiges Pferd. Das können wir euch bieten. So, gut, jetzt lasst uns erstmal kurz bitte auf die Map gucken, sonst drehe ich hier noch durch. Weil wir müssen nämlich nach Rorikstadt. So. Wo war denn jetzt hier Weißlauf? Hier ist Weißlauf, ne? Genau. So, dann hatten wir hier oben noch Akademie. Überbringe das Buch von O. Hä? Hey. Okay, ganz ruhig. Ich will jetzt erstmal gucken. Wie kommen die neuen Zuchtrassen mit meinen Hunden aus? Bislang haben sie sich noch nicht dich angegriffen. Oh, geil, endlich ein Pferd reiten. Ist auch irgendwie komisch. Okay, da gibt's auch wieder eine Quest, das weiß ich. Haben wir jetzt noch eine Mühle. So, haben wir auch entdeckt. Ihr wollt, dass ich dich. Geil. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir ein Pferd. So. Aber unbedingt mit dem Pferd müssen wir... Okay, jetzt sind wir endlich im Markt angekommen. Natürlich nicht, weil wir es unbedingt wollten, sondern eher... per Zufall durch Saufen. Also, Hände weg vom Alkohol. Bringt eh nichts. Eine fliegende Kuh haben wir noch. Okay, geil. Hund und... Was soll ich jetzt hier machen? Achso, ich soll mich da... Wie kann ich ihn hier absteigen? Auf E, okay, krass. So, Pferdchen, du bleibst mal bitte da. Hä? Ach so. Ich bin doof. Okay, krass. Ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was habt ihr zu sagen? Ernsthaft? Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Das reicht nicht. Nicht solange meine Gläder noch irgendwo da draußen ist, einsam und verängstigt. Ihr habt sie entführt und an diesen Riesen verkauft. Was? Das klingt ja furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gläder züchten. Und ach so. Kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Ich muss den Stab finden, um Gläder zurückzubekommen. Habe ich etwas darüber gesagt, wo ich einen Stab gelassen habe? Was ist mit Gläder passiert? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ihr hättet Gläder gar nicht erst an den Riesen verkaufen sollen. Findet es doch selbst heraus. Ihr erinnert euch nicht daran, eine Ziege gestohlen und an einen Riesen verkauft zu haben? Nein. Wie dumm seid ihr eigentlich? Holt sie. Zumindest wird sie euch folgen. Ihr riecht nämlich genau wie ihr gegorenes Futter, das sie so mag. Na toll. Ihr habt so etwas erwähnt, als ihr mit meiner Ziege davongelaufen seid. Wisst ihr was? Wenn ihr mir meine Ziege zurückbringt, kümmere ich mich vielleicht um euren dummen Stab. Alles klar.
Bis dann. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo müssen wir hin? Dahin. Okay, da müssen wir natürlich hinlaufen. Und Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache die Folgen mal ein bisschen kürzer, weil mir einfach momentan die Zeit fehlt. Ihr habt ja die letzten Tage gemerkt, dass auch keine Folgen gekommen sind. Die letzten zwei. Und ja, ich mache sie deswegen ein bisschen kürzer, damit wir ein paar Tage Vorlauf haben. Und dann später vielleicht mal wieder ein bisschen länger. So, in der nächsten Folge holen wir die Ziege vom Riesen zurück. Und ja, würde ich mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.